Ja, hallo, ich grüße euch. Es ist jetzt 20:35 Uhr. Es spielt Schweiz gegen Serbien. Interessiert mich nicht so sehr. Da gucke ich mal lieber hier mit dem ATS 25 X1 in die Kurzwelle. Übrigens, dieser Ständer, den ihr hier seht, das ist auch nur ein Zwischenstand. Ich habe den schon wieder verbessert. Der geht zwar auch, aber ich habe einen besseren, glaube ich, jetzt gemacht. Ich werde den auch zum Download zur Verfügung stellen. Sage ich euch dann Bescheid. So, wo sind wir denn jetzt? Und zwar Kurzwelle. So. Ich wollte erstmal gucken auf dem 49 Meter Band. Jetzt bin ich hier auf die. Da muss ich hin. 49 Meter Band. Ich gucke kurz mal, wie hell ich das hier habe. Ach, ist zu hell. So, ne? Ja, so ist für mich wieder zu dunkel. Das war meine Heizung eben. So ungefähr. So, 49 Meter Band, also so 6 Megahertz. Und das macht jetzt wirklich Spaß. AGC muss man immer darauf achten, ne, dass das aktiviert ist. Das ist die automatische Verstärkungskontrolle, Automatic Gain Control. Sonst hat man zu wenig Signalstärke. Ja, welche Antenne verwende ich? Ich habe jetzt einfach mal diese Klingeldraht-Dipolantenne, die ich oben auf dem Dachboden habe, mit 2x3 Meter Klingeldraht, aber mit einem billigen TV-Verstärker, der so auf 20% ungefähr eingestellt ist. Und die funktioniert richtig gut. So, und jetzt gehe ich hier mal auf Scan. Weil dann kann ich nämlich sehen, ich habe es jetzt hier auf 1 zu 2 stehen. Ne? Das ist das Vergrößerungsverhältnis. Also ich kann jetzt hier auf Scale tippen. Dann habe ich jetzt 1 zu 4, also einen weiteren Bereich. Man sieht auch hier, wo es anfängt und rechts, wo es aufhört. 6640 hört es auf. 5364 fängt es an. Oder ich kann sogar ein. Ach nee, 1 zu 8 macht er hier nicht. Es gibt noch 1 zu 8. Ist dann noch mehr Panorama. Das hier ist jetzt eine Vergrößerung hinein, also da sehe ich weniger. Das ist 1 zu 1. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber mit 1 zu 2 kann man sogar noch mehr sehen. So, wollen wir mal schauen, was wir hier haben. So, wenn es fertig ist, kann man auf Pause drücken. Jetzt gehe ich noch mal in Step und guck mal. Ah ja, 1 Kilohertz ist zu empfehlen, wenn man sich hier in diesem Scan-Modus befindet, weil so kann ich jetzt nämlich hier irgendwas antippen, muss da nicht extra hin drehen, kurbeln. Mach's mal ein bisschen lauter. So, da habe ich also einen Sender mit Musik. Ist schnell weg. Und jetzt braucht man nur gucken, ne? Jetzt bin ich auf 6040. Also es ist ja immer, sind ja immer 5 Kilohertz Schritte eigentlich, ist aber auch nicht immer so. Manche sind auch ein bisschen daneben. Aber das Gute ist, dass man einfach so antippen kann. So, hier, also je höher der Huckel, desto stärker das Signal. Das heißt aber nicht, dass der Signalrauschabstand SNR auch gut ist, ne? Manchmal rauscht es dann auch wie verrückt, da hat man auch nichts von.
Also es kann halt auf 100 sein, jetzt sind 6100 oder 6105 oder 6095. Da ist auch noch einer. Ist der gleiche, oder? Hier gehe ich mal zurück. Ja, das ist nix. Wo ist er denn jetzt gelandet? Ganz woanders. 6150. Tagsüber ist hier der Österreicher, 6155. So, jetzt mache ich mal Scale. Jetzt habe ich 1 zu 2, also ein doppelt so breites Panorama. Ja, das ist wirklich ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Weltempfängern, weil da muss ich jetzt nicht so im Dunkeln tappen halt, ne? Da sehe ich, habe ich schon so einen Überblick, wo was sein könnte. Ja, das interessiert mich jetzt mal. Wo ist das, ne? So, ich habe jetzt mal den ATS 25 ein bisschen kleiner gemacht. Dann kann ich hier direkt bleiben. Dann seht ihr den halt mal ein bisschen kleiner. Ne, da sind wir jetzt schon draußen. So, dann gehe ich mal zurück auf ein anderes Band. Nämlich, ja, ich könnte ja auch auf 41 Meter mal gehen. Dann machen wir hier auch mal Scan. Der ist jetzt auf 1 zu 4. Da ist ja dann auch Amateurfunk da links, wo es grau ist. ...7260. Dann wechsle ich hier mal auf 41 Meter. Das ist ja die Wellenlänge, ne? 41 Meter. Wenn man 300 durch 41 teilt, dann hat man die Frequenz in Megahertz. So, 7260. Wo ist denn das? Ist hier gar nicht. Tja. Aber 7000. Vielleicht ist es der hier, ne? 7255. Ne, 65. Das wäre dann. Das ist Esperanto, würde ich mal sagen. Es klingt so. Ach, hier waren doch die Unruhen hier in diesem Urumqi. 500 Kilowatt, hau da raus. 500.000 Watt Leistung. Ja, das ist der hier, also China Radio International. Das ist nicht so besonders. So, da ist noch einer. Ja, aber kommt nichts rüber. Da ist was. Was ist denn das? 7290? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne, es ist immer IRRS, sehe ich gerade. Was ist denn das? Ach so, das ist auch nicht so weit. Das ist aus Bulgarien. Ja, da kann man ja Sendestationen anmieten für weniger Geld. Oder für wenig Geld. Sorge sollte man sich eher bei einer ungleichen Verteilung machen. Auf
Ein kleines Volk ist kein Anlass zur Sorge, sondern eher zur Zerrung. So, da haben wir einen sogar in Deutsch. Wenn der Reichtum ausgeglichen verteilt wird, 7.395. In gemeinsamer Eintracht wächst das Volk nicht klein. Sind die Verhältnisse stabil? Ach so, ist wieder China auf Deutsch. 5.000 Kilometer. Das Urumqi war auch 5.500. In der anziehenden Frühlings- und Herbstperiode zeigte sich in allen Vagalenstaaten ein Phänomen, bei dem TWR Afrika, TWR Afrika. Nee, das kann es nicht sein. 50 Kilowatt aus. Nee, das ist dann der hier. Ist dann auch China. Das ist meistens China auf diesen Frequenzen abends. 7.445. BBC könnte sein, ne? Englisch. 8.500, ja, das ist er. 8.500 Kilometer. 250 Kilowatt. Keine gute SNR hier, ne? Signalrauschabstand ist maximal so 12. Aber man kann was verstehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das überhaupt ist. Ach, Madagaskar, jetzt sehe ich das. Das ist ja hier östlich von Mosambik, Südafrika hier. Madagaskar hat ja auch eine ganz interessante Tierwelt, weil die sich da isoliert entwickelt haben, wie in Australien zum Beispiel auch. Mal gucken, was da, wie das da aussieht. Ja, so ein Antennenpark. Ja, hier sieht man die Antennen. Verschiedene Antennen. Wahrscheinlich gibt es auch ein Foto. Foto. Nicht mal Street View haben die. Ach so, Sport machen die. Die gucken wahrscheinlich das interessantere Spiel. Brasilien. Naja. Jetzt könnte man noch das ...31-Meter-Band, da ist bestimmt auch was. Dann gehe ich mal auf Scan. Da fängt er jetzt bei 9.600 an. Ah, das ist blöd. Gehe ich nochmal zurück. Dann gebe ich hier mit der Frequenzeingabe, gebe ich mal 9.500, weil das ist ja der Mittenwert. Ja, dann ist 9.500 hier so in der Mitte. Am Anfang ist 9.182 und am Ende 9.000. 820. So, mal sehen, was wir da haben. Ich will mal den hier gucken. Ist erstmal lauter. Mal.
Nee, der guckt nicht gut. Erstmal wechseln hier auf das 31 Meter Band. Ne, braucht er nur 300 durch 31 teilen, da habt ihr die Frequenz in Megahertz, nämlich so um die 9 Megahertz. 9495. Adventist World, das ist ein christlicher Sender, ach so, aus Deutschland. Ja, der ist zu nah für Kurzwelle, den kann man auch nicht gut empfangen. Eher der hier, ne? 9545. Das ist wieder BBC, aber der kommt aus England. Ist auch nicht so weit weg. Oh, was ist denn das? Klingt so afrikanisch. All India Radio. Ich glaube, das ist das in Indien. Ja, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch nur mal meine Begeisterung mit euch teilen über diese Scan-Funktion. Und wie schön man damit arbeiten kann. Und wie wichtig es ist, dass man den richtigen, die richtige Skalierung hat. Ne? Das kann man hier halt beeinflussen, indem man einfach draufklickt. Schrittweite könnt ihr hier auch einstellen. Da empfiehlt sich halt 1 Kilohertz, weil sonst landet man irgendwie schräg. Und ja, auf Pause drücken, ne, dann hört man was. Jo, alles klar, das war's schon. Ja, wie gesagt, ich melde mich, wenn ich den, ich habe noch einen dritten Ständer konstruiert, den muss ich erst noch ausdrucken und testen. Dieser hier ist immerhin schon eine Verbesserung, aber gefällt mir noch nicht so richtig. Ich sag euch dann Bescheid, wenn ich einen habe, und dann könnt ihr euch den ausdrucken. Alles klar, bleibt schön gesund, und Weihnachten steht vor der Tür. Ich war eben auch auf dem Weihnachtsmarkt in Darmstadt. Ja, da ist schon richtig was los gewesen, ne? Aber war mir irgendwie zu ungemütlich vom Wetter her. Gut, viel Freude, viel Erfolg bei allem, was ihr so macht, und bis zum nächsten Mal.